So, willkommen zurück zu Foundation. Das müsste Folge 37 oder 38 sein. Ich habe ein kleines Problem. Meine Leute sind recht unzufrieden. Und die verlassen jetzt immer mal mein kleines Dorf. Wobei, ist schon ein bisschen größer. Das ist im Grunde das Hauptdorf. Hier ist mehr so Produktion. Und das wird im Grunde das neue Siedlungsbereich hier. Im Grunde vom Hauptdorf über die große Kirche. Zu dem Marktplatz, der leider noch nicht fertig ist. Da kommt hier dann so ein Produktionsbereich hin. Und ja, im Moment fehlt es denen irgendwie am meisten an Nahrung. Deshalb müssen wir mal sehen, ob wir das in den Griff bekommen. Ich denke schon. Geldfluss ist ja noch da. Und im Notfall verkaufen wir halt ein bisschen mehr von allem. Aber an Luxusgüter sind wir selber noch nicht so richtig rangekommen. Könnten höchstens Hirsche mal auf dem Markt anbieten. Ob das was bringt. Die hat im Moment 30 noch, was sie verkaufen könnte an Bären. Wir brauchen dringend neue Dorfbewohner. 2, die arbeitslos sind, okay. An Stoffen mangelt es immer. Das heißt, wir werden hier vielleicht noch eine Schneiderei hinmachen. Quatsch, wo war das hier? Weberei erstmal. Einen freien Dorfbewohner für Weizen. Noch voll besetzt. Holz verkaufen wir auch.
Aber eigentlich erst ab 100. Ich beschleunige mal. Dreifache Geschwindigkeit. Bringt 10 Steine. Meine Soldaten kommen zurück, sehr schön. Schneiderei, jawohl. Na, nicht fertig. Werkzeuge, ran da. Zwei neue Dorfbewohner, sehr gut. Brunnen fertiggestellt. Das müsste der am Hauptdorf gewesen sein. Ein Unglücklicher verlässt uns. Mist. So, mit der Wolle wird es langsam eng. Oh Gott, Kleidung. Uiuiui. Weizenfarm fertiggestellt. Wohnhaus wird ausgebaut. Und ich brauche mehr Bewohner. Los, 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 komm. Brunnen fertiggestellt. Also ich denke mal, Brote und Beeren haben wir genug. Muss ich sehen, dass wir wirklich mehr Stoffe ranbekommen. Abgeschlossen, okay. Oh nein, es geht schon wieder einer. Bitte, wir brauchen mehr Leute. Attraktivität niedrig, niedrig. Zur Weberei, das sieht doch gut aus. Na, noch nicht ganz fertig geworden, oder was? Mäh, mäh. So, ich glaube, jetzt fängt es sich wieder. Da
Mindestmittel und Nahrung. Leute, geht doch nicht alle weg. Wir brauchen mehr Bewohner bei uns. So. Zwei, jawohl. Weberei, ihr könnt jetzt mal richtig rödeln. Auswärtsessen, was wollten ihr schon wieder? Brote. Ja, für mein Volk. Ach nein, geht doch nicht immer alle weg. Leute, der Marktplatz, wenn der mal läuft, dann wird alles besser. Glaubt's mir. Nein. Okay, wir gehen bei den Holzfällern mal. Überall ein bisschen zurück. Steinbruch, Holzfällerlager, das sind eh nur zwei. Das war der Jäger. Holzfäller, Holzfäller, Holzfäller. Bäcker. Müssen wir mal kurz schauen. Weberei. Ein Rand. Schneider ist besetzt. Der Schneider ist besetzt. Steinbruch, da brauche ich glaube
nicht mehr ganz so viele. Würde ich lieber sagen, Charles, du wirst jetzt Baumeister. Du wirst Baumeister. Holzfällen. Ich brauche bald welche auf dem Markt. Zwei neue Bauern. Da 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 da. Entschuldigung, es hatte gerade geklingelt. So, wie sieht's aus jetzt? Sind noch ein paar dazugekommen? Nee. Verflixt. Ach, ich hatte Pause gemacht. Sehr gut. Scheiße. Kriegen wir das noch hin? Nahrung ist da. Sie kommt noch nicht zu den Leuten. Ich weiß nicht, ob ich hier wirklich noch so kleine Stände irgendwie hinklatschen soll. Naja gut, ich speichere mal ab und beende mal hier schon die Folge. Tschüss und ciao, bye bye.